Hallo meine Lieben, ja ich weiß, der Sommer ist quasi vorbei und der Herbst steht vor der Tür und ich habe hier noch ein Video von einer Fliegendecke für euch. Es haben sich aber so viele dieses Produkt gewünscht, dass ich es nicht unter den Tisch fallen lassen wollte und deswegen ist hier das Video für euch. Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil der Equiva Produktserie. Wie ihr seht, haben wir heute eine Fliegendecke und zwar von der Marke 4Horses. Und es ist eine 3-in-1 Fliegendecke. Wir werden gleich wahrscheinlich herausfinden, warum. Ich packe sie jetzt einfach mal aus und schauen wir mal, wie sie denn solido passt. So. Boah, sie ist auf jeden Fall richtig schwer. Ja. Ah, hier ist anscheinend ein Teil, was man noch dran machen muss. Ich würde mal behaupten, das ist vorne, das ist hinten. Ich habe das jetzt in der Größe 125, das ist solides Deckengröße auch. Uli, ich sehe alles. Ja? Scheint auf jeden Fall schon mal ganz gut zu passen. So, wir haben jetzt also hier vorne einen Klettverschluss, den ich zugemacht habe. Und dann kommen hier halt noch diese Schnallen. So. Dann geht jetzt noch dran. Hier sind noch Beinschnüre. Ach, da fehlt das Stück, genau. So. Dann nehme ich noch dieses Teil. Das ist wahrscheinlich, das ist für den Hals. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja. Ach, da ist noch ein Stück drin. So, deswegen heißt es auch 3-in-1, weil das nämlich, bleib mal stehen, weil das nämlich drei Teile sind. So, da stand es, stehen da. Und zwar ist das hier noch das Stück für den Hals, das machen wir jetzt gleich noch drauf. Und das hier ist das Stück für unterm Bauch. So, das hakt man dann hier ein. So, ich habe jetzt verstanden, wie es geht, weil hier sind noch so Klettschlaufen dran und die befestigt man nämlich an der Decke. Deswegen habe ich jetzt verstanden, wie rum das gehört. Leg mal hier los. Komm mal zu mir, dann kannst du die Schlaufen mal sehen. Das hier nehme ich dann. Es ist auch so ein bisschen dehnbar. Hier dieser Rand ist dehnbar. So, und jetzt hänge ich das quasi hier so. Da vorne sind auch noch so Schlaufen, die kommen dann bestimmt ans Halfter oder so. Mhm. Ne? Hier ist einer. Wobei, der ist viel zu. Ne, das ist der erste, der muss ja dann in den hier. Ne? Sind auf der anderen Seite auch noch Schlaufen? Dann gehört das bestimmt andersrum. Wieso? Ja. Wie meinst du anders? So, jetzt habe ich es richtig rumgedreht. Es war vorher noch falsch rum. Das hier gehört auf die Mitte. Das weitere Stück gehört hierhin. Das engere Stück hierhin. Und hier sind jetzt so Schlaufen dran, die man dann an der Decke festmachen kann. So, das hier kommt in die Mitte. Dann schließt das nämlich auch hier so ab. So, wie hat das über dem Ohr? So, jetzt mal den hier noch ziehen. So, jetzt können wir es hier unten auch zumachen. Der erste, der zweite, der dritte. So. So gehört das dann. So, und diese Schlaufen kann man nämlich dann am Halfter machen. Ja.
Okay.